Mario, die erste Runde gepackt in der Verlängerung. Was geht Ihnen hier vor? Ja, ich bin überwältigt. Das ist schon immer mein Traum gewesen, mit der Mannschaft aufzusteigen. Wir sind vor 2 Jahren schon im Endspiel dran gescheitert im Elfmeterschießen und dieses Jahr wollen wir es packen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch packen werden im nächsten Spiel. Du hast das wichtige Tor zum 3:2 geschossen. Wie hast du es gemacht? War ein schöner Freistoß. Ja, das ist mein erster Freistoß in der Saison, wo reingegangen ist. Ich habe schon viele Versuche probiert. Im Training probiere ich es immer wieder. Vor dem Spiel nehme ich mir immer noch 2-3 Bälle und versuche sie reinzuzimmern. Und heute hat es glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt geklappt. Bin ich froh. War ja auch ein entscheidendes Tor dann in der Verlängerung. Ja, kann man so sagen. Aber ich finde unsere Mannschaftsleistung heute überwältigend gewesen. Bei so einer Hitze hat keiner gerechnet, 120 Minuten zu gehen. Natürlich bin ich froh, dass ich das Tor gemacht habe, aber ich bin einfach nur stolz auf mein Team. Ein paar Worte zum Spielverlauf. Ja, Eschelbronner Mannschaft. Unser Trainer Ralf hat sie richtig analysiert, hat uns gut darauf vorbereitet. Spielerisch gute Mannschaft, aber ich finde, wir sind nicht über den Kampf gekommen und haben auch deswegen fairerweise gewonnen. Nächster Gegner Flingen. Was meinst du, ist er für euch zu packen? Ja, auf jeden Fall. Wir sind fest und überzeugt, dass wir dieses Jahr aufsteigen. Und wir werden genauso mit dem geilen Team, was ich hier habe, kämpferisch das nächste Spiel gewinnen. Und dann werden wir in die Landesliga aufsteigen und die rocken. Mario, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Danke, wünsche dir auch.